Hallo zusammen. In diesem Video zeige ich euch die Upgrades aus dem IndustryCraft Paket. Ich habe hier schon etwas vorbereitet. Hier kommt Sticky Resin raus. Das geht in diesen Extraktor und der macht Gummi daraus. So, ihr seht, wenn man in einem fortgeschrittenen Level ist, ist das natürlich ziemlich umständlich, weil irgendwann hat man nur noch hier die HV-Solarzellen, MFSUs, die gehen mit 512 Energieeinheiten raus. Die müsste ich dann erstmal auf Mittelspannung und auf Niederspannung runterbringen, damit mir die Maschine nicht explodiert. So, ich zeige euch gerade mal, was passiert, wenn man an eine normale Industriekraftmaschine Überspannung setzt. Dann passiert nämlich das da. Es macht Bumm. Das müssten wir natürlich verhindern. Dafür haben wir unsere Upgrades. Und zwar habe ich erstmal hier die Transformer-Upgrades. Der Extractor benutzt jetzt Niederspannung. Mit dem ersten Upgrade geht er auf Mittelspannung, zweites Upgrade Hochspannung und drittes Upgrade sogar die Extremspannung. Also da könnte ich jetzt einen Atomreaktor mit 2000 Output dranhängen, wenn ich wollte. Hat natürlich den Vorteil, ich brauche dieses ganze Transformator-Gekrimse nicht mehr und das spart mir Platz. Ja, jetzt Platz nicht unbedingt, aber es sieht schöner aus. So. Jetzt haben wir dafür gesorgt, dass der Extraktor mit der High Voltage arbeitet, also mit der Hochspannung. Jetzt setze ich hier die Energiespeichersachen dran, denn die Geräte haben ja auch einen internen Energiespeicher. Pro Upgrade passen 10.000 Energieeinheiten rein. Das ist natürlich eine ganze Menge. Ihr seht auch jetzt hier, dass es sich ganz langsam auflädt. Gut, jetzt wollen wir natürlich die Produktionsgeschwindigkeit drastisch erhöhen. So, mir fehlt hier gerade noch ein Timer, den setze ich mal schnell dran. So. Gut, ihr seht, jetzt haben wir die Produktionsgeschwindigkeit mal etwas angezogen. Da kommen jetzt 5 Sticky Resin alle 2 Sekunden lang. Ihr seht natürlich, der Extraktor läuft jetzt voll. Also setzen wir mal die Overclocker-Upgrades rein. Ihr seht sofort, je mehr Upgrades ich da reinsetze, je schneller läuft das durch. Dazu sei natürlich auch gesagt, dass der Stromverbrauch mitsteigt. Das höchste, auf das ich Industriekraftmaschinen setzen kann, sind 16 Upgrades. Danach lohnt es sich nicht mehr. So, ihr seht schon, jetzt ist dieser Timer hier zu langsam. Den setze ich jetzt einfach auf eine Sekunde runter. Und ihr seht, was da jetzt gerade durchgeht. Wenn ich jetzt hier das Ganze nochmal wieder ein bisschen anziehe, mal das rausnehmen und der Ganze. Jetzt kommen hier ganze Stacks lang. Und ihr seht, wie schnell er die Sachen eigentlich produziert. Gut, das ist jetzt natürlich immer noch ein bisschen viel. Das müsste man halt alles einstellen. Aber ihr seht, wie schnell das hier voll wird. Ja, so funktionieren die Industriekraft-Upgrades. Wenn ihr Fragen habt oder Wünsche habt, schreibt mir einfach, ich schaue es mir dann an und versuche es umzusetzen. Vielen Dank fürs Ansehen und bis zum nächsten Mal.